Hey, Halli, Hallöchen und ja, willkommen Leute vor der YouTube-schen Röhre. The Animan ist hier kurz an der Stelle mit einer klitzekleinen Frage. Und ja, wie ihr hört, ich habe ein neues geiles Headset. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, ich habe vorhin eine Assassin's Creed-Aufnahme gestartet. Und mir ist da, genau, also auf jeden Fall, ich wollte das, ich mache das sonst immer nur, dass ich mit Fraps, ihr kennt das Programm wahrscheinlich. Mit Fraps nehme ich halt das Video auf, das Spielgeschehen sozusagen und auch gleichzeitig auch meine Stimme. Ich dachte mir aber, ich mache das gleich mal getrennt beides und zwar mit Order City dann meine Stimme, mit Fraps weiterhin das Spiel, um dann weiterhin noch ein bisschen die Qualität vielleicht noch vom Sound zu steigern. Dabei ist mir jedoch ein Malheur passiert. Order City hat sich irgendwie selbst umgebracht. Dachte, das Leben hat keinen Sinn mehr, hat mir 500 Fehlermeldungen an den Kopf geschmissen und ich habe nur einen sehr, sehr kleinen Teil von einer eineinhalbstündigen Aufnahme zurückgekriegt. Was ziemlich ätzend ist, weil jetzt fehlt eigentlich einiges an Story. Ich könnte es natürlich erzählen, aber Und da kommt ihr ins Spiel. Ich würde euch gerne, sehr, sehr gerne fragen. Ich möchte einfach nicht alles selber bestimmen, wie hier was passiert, weil ich möchte doch gerne euch, meine lieben, lieben Zuschauer, fragen, was ihr gerne sehen würdet. Deswegen rufe ich auch immer zu Let's Play-Vorschlägen auf. Also, an dieser Stelle würde ich euch gerne fragen, wie oder was ihr jetzt dann sehen möchtet. Folgende Varianten stehen zur Auswahl oder auch gerne irgendwas anderes, aber mir fällt zunächst mal nichts Besseres ein. Erstens, ich spiele einfach Assassin's Creed 1 von dem Punkt an weiter, wo ich das letzte Mal gespeichert habe, weil, wie ihr wisst, Assassin's Creed speichert immer automatisch. Und es würde zwar 1,5 Stunden fehlen, aber das Spiel ist ja immer noch spielbar. Ich könnte eventuell noch kurz irgendwie erzählen, was da passiert ist, wie weit wir im Spiel sind, aber das müsste ich dann halt erledigen, wenn ihr wollt. Denn sonst gibt es noch Variante 2. Ich breche das jetzt komplett ab und mache dann sofort. Sofort, sofort, sofort und sehr, sehr, sehr gerne auch mit Assassin's Creed 2 weiter. Was ich dann eh nach 1 gemacht hätte, aber ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich das handhaben soll. Ich bin sehr unentschlossen und ich dachte mir, von euch kriege ich doch sicherlich super Hilfe. Ja, sag mir Bescheid, lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare, schreibt mir eine Nachricht. Irgendwie, keine Ahnung, schreibt mir eine Brieftaube, aber ich glaube. Die weiß nicht, wer der Animanus ist. Also, ne, entweder ich mache weiter mit dem Spielstand, den ich jetzt habe, oder ich breche es einfach ab. Auf jeden Fall aber, in beiden Möglichkeiten wird es, glaube ich, erstmal, also ich werde erstmal das hier laufen lassen, so diese Umfrage. Und auf jeden Fall wird es aber nicht zu Let's Play leeren Tagen kommen, das möchte ich nicht zulassen. Ich habe hier noch einige Let's Heuls im Petto, die ich dann jetzt, ich weiß nicht, ob ich es heute noch schaffe, aber rausschmeißen werde. Das auf jeden Fall, aber Assassin's Creed bin ich mir wie gesagt nicht sicher. Ich würde mich sehr, sehr über Feedback freuen, über Kommentare, über alles Mögliche. Und ja, vielen Dank dann fürs Zuhören. Das war nur ganz kurzes Umfragen und Frage und Infovideo. Naja, eher Audio, aber egal. Und genau, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich freue mich auf rege Beteiligung. Und man hört sich, sieht sich später, nicht wahr? Dankeschön, tschüss.